Hallo, ich bin die Petra. Ich wünsche dir ein gesundes Jahr 2021 mit viel Bewegung. Heute geht es um Faszientraining für den Rücken, um die tiefe Rückenfaszie, die Fascia thoracolumbalis. Ursprung auch vom tiefer querer Bauchmuskel, vom Transversus Abdominis. Den aktivieren wir jetzt, indem wir auf F ausatmen und mir schwinge. In verschiedene Winkelstellungen nehmen wir die Beinmuskulatur mit dazu. Aber etwas tiefer. Wir können auch einfach nur das Becken drehen. Und Winkelstellungen variieren. Oder die Beine mit dazu nehmen. Also die Drehbewegung, Rotation von der Wirbelsäule. Dann die Seitneigung. Ja, mir strecke uns. Seitneigung oder mit in die Knie gehe und strecken. Ausatmung tief, Einatmung strecken. Und in die Beugung und Streckung der Wirbelsäule. Energieschöpfer fürs neue Jahr. Und wir schwingen seitlich. Standbein leicht beuge. Wechsel mal die Seite. Körpermitte einsaugen und seitlich schwingen. Strecke uns nach oben und zur Seite. Einatmung lang, Ausatmung tief. Lang ziehe ein. Lass die Knie außen ein. Ausatmung zur Seite. Einatmung lang. Ja, du kannst auch etwas federn dazu. Schulterkreise. Die Faszie ist auch ganz wichtig für die Aufrichtung. Und wir schwingen nochmal mit einem Bein um den Körper. Möglichst locker. Ja, und zieh dich mal ganz lang, Feder so etwas. Länge spüren in der Wirbelsäule. Wie ein 3D-Spinnennetz. Andere Seite, die Faszien, die Bindegewebshülle, Muskelhülle, Knorpel, Sehnenbänder, Nervenhülle, Organhülle. Halte uns auch geschmeidig nach hinten stellen und federn. Schön aufrecht, Schulterkreise,
Wir drehen uns auf eine Seite. Wir crunchen. Also Beugen der Wirbelsäule und Streckung. Nochmal. Mit der Ausatmung crunchen und Streckung. Auseinanderziehe. Sich ganz nach oben strecke. Langziehe und loslasse. Einatmung, Länge spüren in der Wirbelsäule und loslasse. Und nochmal Länge spüren und loslasse. Und dann gehen wir mal etwas tief. Wir drehen. Sanftes Federn. Wieder Rotation, Drehbewegung. Schulterblätter nach unten. Und Seitneigung. Auseinanderziehe, etwas federn. Ja. Zurückrutsche und Fußspitze auf und ab. Dehnt unseren Oberschenkelrückseite, Ischiasnerv. Wir öffnen auch immer mal nach rechts und links. So ein Ende-Po mache. Schulterkreise schön aufrecht. Die Rückenfaszie hat viele Propriozeptoren, auch Schmerzmelder. Und wenn man sie entspannt, dann kann da ganz viel passieren, Positives. Und wir crunchen und strecken uns. Ja, dass man, wenn man verspannt ist oder Schmerzen hat in der unteren Wirbelsäule, dass sich das löst, wenn man das regelmäßig macht. Nochmal crunchen und strecke. Verschiedene Winkelstellungen. Ja, zieh dich mal ganz lang und loslasse. So katapultartig. Loslasse. Ja. Größere Schrittstellung. Wir drehen und auch so ein bisschen federn. Verschiedene Winkelstellungen. Ja, also Drehbewegung. Jetzt die Seitneigung. Ja. Und zurückrutsche. Und Fußspitze auf und ab. Und wir drehen uns immer mal auf eine Seite. Schulterkreise. Und wir kreisen mal aus der Hüfte. Entspannt unseren unteren Rücken. Wechsel mal Körper mit der Einsauge, Kreise, Standbein leicht beuge. Schmier die Hüftgelenke. Jawohl. Und wir machen uns nochmal rund und strecke uns. Rund und strecken. Rund und strecken. Ja. Wieder Einatmung, strecken.
rollen wir uns langsam ab wie eine Perlekette. Wirbel für Wirbel. Stehen die Rückenfaszie. Einfach so ein bisschen federn von rechts nach links. Und komm in Kniestand. Ja. Körper wieder festmachen. Wir neigen uns über den großen Ball. Und immer ein bisschen verschiedene Winkelstellungen. Wechsel mal den auch der Hüftbeuger. Über den großen Ball neige. Ja. Machen wir einen großen Schritt nach vorne und drehen uns auf. Und zurückrutschen und Oberschenkelrückseite dehne, Fußspitze anziehe, wechsel mal. Schau, dass das Knie direkt unter der Ferse ist, Hand zum Fuß. Zurückrutschen, Oberschenkelrückseite dehne, Spicke nach vorne. Und dann sind wir im Unterarmstütz und wir tippen oder schwingen mit unserem Bein von rechts nach links. Wechsel mal Körper mit einsaugen und schwing oder tipp von rechts nach links. Schulterblätter nach unten. Fußsohle aneinanderlege und mal ganz lang ziehe. Vielleicht so kleine Kreise male. Ja, sich so ein bisschen regeln und strecken wie eine Katze. Auch nach vorne. Und wir sind im Unterarmstütz und wir drehen immer auf eine Seite. Die Faust machen, haben wir bessere Zugurtung. Die Füße stehen hintereinander. Spür mal die Länge. Und wir sind in Bauchlage und ziehen uns mal ganz lang. Länge spüren in der Wirbelsäule. Die Sphinx oder kleine Kobra. Und drehen einfach mal den Kopf von rechts nach links. Und dann ziehen wir die Hände Richtung Ferse und machen kleine, schnelle Auf- und Abbewegungen. Swimming. Körpermitte ist eingesaugt und wir drehen uns in Seitlage. Der Klassiker für die Faszien ist sicherlich die Lotusblüte. Sich auseinanderziehe. Schulter sinken lassen mit der Ausatmung. Oh,
Mache Unterarm unter die Schulter und mache einen Elefant. Ja, wir gehen also unten durch und strecke uns. Einatmung unten durch, Ausatmung strecken. Wenn es dir zu einfach ist, stell die Füße hintereinander. Und noch einmal Einatmung unter durch, Ausatmung strecken. Wir gehen in ruhige Lage. Kaum wieder einsaugen, wir tun uns recken und strecken, auseinanderziehen. Ja, der Klassiker für die Faszien. Auch für die Fascia thoracolumbalis, für die tiefe Rückenfaszie, ist dieses sich recken und strecken in alle Ausgangsstellungen. Körper wieder einsauge, mir schwinge. Schauen immer nach unsere Hände. Füße aufstelle, mir ziehen die Schultern tief und strecke ein Bein, mir schwinge das Bein, als wollte man einen Ball Richtung Decke schieben. Ja. Und aktiviere nochmal die Körpermitte auf F ausatmen. Und wechsel das Bein, als wollte man einen Ball Richtung Himmel schieben. Das Becken möglichst ruhig halten. Und Bein langsam abrollen und Arme nach oben legen. Becken schaukeln oder kreisen. Ja. Ideale Übung für die Fascia thoracolumbalis, für die tiefe Rückenfaszie, die Uhr aus dem Feldenkreis oder auch die Beckenschaukel. Ja, entspannt. Dann falten wir uns zusammen und wir ziehen mal auseinander, froschmäßig. Einatmung zusammen und Ausatmung strecken. Kannst auch Oberkörper liegen lassen, wenn es dir zu anstrengend ist. Unter der unteren Wirbelsäule passt eine Blutdruckmanschette mit wenig Luft. Oder du machst immer wechselweise rechts, links. Kannst auch Oberkörper ablegen. Ja. Leg mal die Fußsohle aneinander, lass die Knie auseinanderfallen. Die Federn wie ein Schmetterling. Tiefen Bauch ausatmen. Gesicht und Kiefermuskulatur entspannen. Ein Bein in die Hand nehmen und Drehsitz aus dem Yoga. Ja, Klassiker für die Faszien. Ein Bein überschlage. Ja, wir ziehen den Arm ganz lang wieder Einatmung, biege nach vorne und drehe. Wieder Ausatmung. Über die hintere Schulter schaue und wechsel mal. Wieder Einatmung, sich ganz lang ziehe. Und drehe mit Ausatmung über die hintere Schulter schaue.
und nochmal ins Meer eintauche. Sie so ein bisschen durchschütteln, Fußspitze anziehe, gesamte Rückenfaszie dehne, nach oben strecken und das Becken nach oben und mal twiste. Ein Seelöwe. 1, 2, 3. Schön rund mache. 1, 2, 3. Letztes Mal. 1, 2, 3. Und wir drehen uns auf die Seite, die wir noch nicht gemacht haben. Pendelnde Lotusblüte. Ja, sehr gut. Zieh die Faszien auseinander. Ja, spür die Länge in der Wirbelsäule. Ja, diese 3D-Bewegungen sind ideal, um die Faszien auseinanderzuziehen. Schulter sinken lassen. Kommen wir gleich zum Elefant. Unterarm unter die Schulter. Körper mit der Einsauge. Strecke uns unten durch mit der Einatmung. Länge spüren in der Wirbelsäule. Kannst auch die Füße hintereinander stellen, einatmen, unten durch und strecken. Okay, und jemand in Rückenlage und wir fassen beide Füße von außen und das Happy Baby aus dem Yoga. Entspannte untere Rücke, flachte untere Rücke ab. Lumbalfaszie. Und streck ein Bein nach oben und schwing's aus der Hüfte, dirigieren. Schulter entspanne. Bein im rechten Winkel fasse und Richtung Erde ziehe das Krokodil. Wechsel mal, anderes Bein von hinten umfasse, schwinge, Fußspitze mit bewege, ein- und auswärts. Bein im rechten Winkel beuge, Richtung Erde ziehe. Langsam wieder über deine Lieblingsseite wieder hochkrabbeln, Füße aufstellen und sich langsam wieder hochschütteln, Schulterkreise. Ja, und wir ziehen uns nochmal auseinander, weg vom Hinterbein und wechsel mal. Und wir ziehen die Schultern tief, Kopf auf eine Seite neige, der andere Arm schwingt, Hinterkopf zum Himmel. Dehne die seitliche Halsmuskeln. Und wir massieren noch unsere Thoracolumbalis-Faszie, unsere tiefe Rückenfaszie. Und klopfe uns auch noch mal aus.
über die Schultern, auch Schulternacken mal massieren. Ja. Und auch hier über die Thoracolumbalfaszie massieren und über Außenseite und die Füße, Innenseite wieder zurück. Ja. Und sich nochmal recken und strecken. Möglichst oft am Tag. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gut gemacht. Hinterlass mir doch mal einen Kommentar und gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das ist kostenfrei.